Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. In dieser Folge wollen wir dieses Stückchen Berg, was wir in der letzten, Ende der letzten Folge angefangen haben, auch wegmachen. Mein Name ist Nobby und ich begleite euch durch diese schaurige Nacht als Moderatore, El Moderatore. Und dann will ich, glaube ich, auch schon mal wieder einen dicken Part mit Farmen anfangen, so mit Minen erkunden und so. Oh, dieses Villager-Dorf, da werde ich, glaube ich, noch 20 Folgen von alleine brauchen, bis ich da nicht mal so einen Scheiß finde, aber ist mir auch egal. Ich suche da so lange nach, bis ich Hermann und Peter wiedergefunden habe. Hermine und Peter, Entschuldigung. Und selbst wenn es mich noch Jahre dauert, bis ich ein Dorf finde, das ist mir egal. Aber dafür muss ich auch die Mine wieder weiter ausbauen. Alles so ein Zwiespalt. Ja, muss man dann mal schauen. Erstmal machen wir jetzt hier das Ding noch in dieser Folge komplett weg. Und dann, ja, weiß ich nicht, wenn ich hier bauen will, dann muss der ganze Berg erstmal weg. So. Es war nervig und ätzend und der Berg ist auch schon um, weiß ich nicht, 60% geschrumpft. Von dem, was er mal war. Aber dennoch ist er immer noch allgegenwärtig, ne? Wenn man anguckt, so, das ist auch alles schon komplett weg. Aber ist ja immer noch da. Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Berg noch dort ist. Und da muss man dann mal schauen, wie man das so macht. Ich bleibe jetzt so ein bisschen mehr stehen und dann hau ich mal erstmal so ein bisschen weg. Ich mache jetzt, glaube ich, mal von der Mitte so ziemlich alles so weg. Das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Oh, das ist ja überhaupt nicht die Mitte. Leck mich doch an der Zipfelritze. So. Jetzt muss ich nur immer mal wieder nach vorne gehen. So, ist aber mal richtig sehen. Und wieder zwei Ebenen weg. Und ich bin gespannt, wann es gleich Armbrot gibt. Ist gleich 7. Mal schauen. Samstagabend, gleich 7 Uhr abends. Schauen wir mal, wann das gute Abendbrot gibt. Gibt aufgewärmtes von gestern, Nudel, Hackfleischgratin habe ich gestern gemacht. Oh, mal schauen, wann die Madame des Hauses das dann warm machen möchte. Oh. Schauen wir mal.
Und jetzt haben wir gleich wieder zwei Ebenen geschafft. Das ist so hochkarätig, interessante, krasse Unterhaltung. Also heftig. Ich frage mich, wann mache ich eigentlich wieder neue Folgen von Age of Empires? Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch gar nicht. Ich muss ja erstmal hier alles langsam ins Lot bekommen. Kann auch sein, dass ich, wenn ich ein Spiel wieder durch habe, dass ich dann nicht direkt das nächste neue anfange, sondern erstmal dann Age of Empires durchdrücke. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aktuell sehr hoch. So dass ich mal Age of Empire, die ganzen Kampagnen da weggedrückt habe, dass ich da auch mal durch bin. Und dann vielleicht noch ein paar Mal online spielen. Mal schauen. Aber ja, kaum ist man ohne Laptop, da sieht man, da dauert alles viel länger, weil sonst würde der hier laufen, ich würde aufnehmen, rendern nach jeder Aufnahme, beziehungsweise nach jeder Stunde. Und wenn die Aufnahme dann gerade zu Ende ist, könnte ich dann zack die nächste starten, würde parallel schon wieder 2, 3, 4 aufnehmen. Könnte dann hier dann auch noch, wenn ich fertig bin mit der Aufnahmesession, dann hier auch noch rendern und parallel da noch rendern. Und das ist halt schneller. Naja, ich glaube, ich heule auch ganz schön viel rum. Mi. Gott, wie viele Folgen das schon sind mit mi. Naja, so ist das. So, ich werde jetzt auch. So, ich habe jetzt dieses komplette Stückchen auch wieder runtergemacht. Guck dir das mal an. Crazy. In 8 Minuten. Jetzt mache ich aber diese ganzen Löcher hier einmal auf. So tief wie es halt geht. Nimm da alles raus. Wow. Stopfe die Löcher. Hier nicht. Hier lasse ich es einfach so. Weil es mir egal ist. Und nehme halt alles raus, was da drinne war. Weil da unten werde ich sowieso jemals wieder sammeln. Und deswegen. So. Weil gesammelt wieder nur in der Mine, die da ist. Vielleicht baue ich dann nochmal auf der anderen Seite eine auf irgendwann. Das ist eine Möglichkeit, aber sonst wird da ja nicht wirklich irgendwas dazukommen, einfach so. Da wir Ressourcen immer gebrauchen können, sollten wir auch definitiv alles an Ressourcen mitnehmen, was wir mitnehmen können. Und da das hier eh unter der Erde verschwinden wird, wird sowieso keiner sehen. Ah, da war ja auch noch was. Das gute Eisen. So, haben wir auch wieder ein bisschen Eisen reingeholt von dem, was wir eh ausgeben. Ah, guck mal, das Ding habe ich auch schon weggemacht, der Berg. Uiuiui. 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 Ja, wir sammeln jetzt auf jeden Fall die Reste ein, die sich hier an der Oberfläche befinden, die man so sieht. Weil danach wird das ja hier quasi versiegelt für immer und dann gehe ich hier eigentlich nicht mehr bei. Außer vielleicht um Lager zu bauen, aber ob das dann genau die Stelle ist, wie so ein zwei Blöcke daneben und dann hast du da auch schon wieder nichts von. Also, ist halt immer so ein Zwiespalt, finde ich. Ja, bis zu dieser Ebene muss ich ja zumachen. Aber weiter nach oben nicht. Da ist auch noch was. Das war ja schon beinahe zu viel. Ist hier unten noch was? Nee, hier hinten auch nichts, ne? Nee.
Sehr schön, sehr schön. Jawohl, macht mal mehr Babys. Oh, guck mal, fast ein Stack Kohle. Wahnsinn. Das Ding ist auch schon wieder fast voll. Alter, Verwalter. Und das hier wird auch noch alles komplett weggerissen. Bis dahin und bis... Oh. Also das hier ist einfach nur ein Abriss-Let's Play. Ah, da zeige ich euch, wie man alles wegreißt, aber nichts Gescheites draus macht. Krass. Haben wir hier noch irgendwas an Werkzeug? Aber das kann man denn hier jetzt auch nochmal eben alles weghauen. Ja. Da hinten sollte ich noch ein paar Fackeln reinsetzen, ne? Macht ja nichts. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich hier Redstone-Lampen reinballer und dann ins Nether gehe und mir Glowstone organisiere. Wisst ihr, was ich meine? Und dann im Boden die Lampen einlasse und darunter dann die Elektronik laufen lasse. So, das heißt, da müsste ich dann auf 4 breit gehen, damit es halt vernünftig aussieht. Und hier könnte ich noch auf 3 lassen und dann unter dem und dem Stein die Elektronik laufen lassen. Würde gehen, ja. Oder einen daneben noch. Oder ein tiefer. Ey, ich weiß es nicht. Würde auf jeden Fall geil aussehen. Aber es könnte auch cool aussehen, wenn man da so eine Lampen hinmacht. Aber die Lampen wären dann oldschool. Also keine modernen, eher so Mittelalter-Dinger. Und das Ding soll ja eigentlich nicht komplett so mittelalterlich werden. Weiß ich nicht. Das soll einfach so ein Mischmasch werden aus was mir gefällt und was mir gefällt. Wisst ihr, was ich meine? Ah, schreibt sie mir mal in die Kommentare, aber ich habe so das Gefühl, ich werde das nach unten machen am Ende. Ich brauche dafür aber viel Redstone und Glowstone und alles. Macht Babys! Macht mehr Babys! Macht schneller Babys! Was hatte ich denn da gerade in der Hand noch? Oh, keine Ahnung. Ach, die Fackeln, genau. Ja, weiter gehen wir mal nicht ran, weil da fällt alles bald runter. Und dann liegst du da unten im Häufchen. Also auch mal eine geile Sache hier, ne? Alles so in der Luft. Lass mal stecken, ey. Ja, der Berg da drunter ist weg und oben ist nur noch das geblieben. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, alles da wegzunehmen. Und das Ganze auf Null zu setzen. Boah, naja, egal, wird ja eh aua. So, weil so tief kommen wir ja gar nicht. So hoch kommen wir ja gar nicht. Ich wollte was essen, deswegen bin ich dagegen gelaufen. So, nur deswegen. Nicht, weil ich ausgerutscht bin oder sonst irgendwas. Nein, 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 nein. So, sieht doch schon direkt ganz anders aus, ohne dieses komische. Einhänder-Carport da.
Sehr gut, haben wir das auch wieder weg. Ah, guck mal. Also ist ja gleich was. Sieht ja gleich ganz anders aus. Fühlt sich direkt viel freundlicher an. Wo kommen die Penner denn her? Keine Ahnung, wo die chillen. In welchen Zwischenwänden die gefangen sind in ihrer Matrix da. Okay. Das verleihen wir uns dann doch noch mal alles ein. Scheiße. Nur mit Stein, Stein, Stein. Dann sieht es wenigstens nicht ganz so kacke aus. So war das vorher, ne? Ja, gut, da waren auch noch welche. So. So war's. Sehr schön. Gut, dann haben wir das weg, das weg, hier was weg. Ach, heul nicht so viel rum, ey. Zombie. Woraus wollte ich die U-Bahn bauen? Oder den Minenschacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Sollte ich da jetzt schon alles wieder zuklatschen mit Steinen, mit Erde? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir haben doch noch ein bisschen Erde hier. Dann hauen wir da einfach noch mal. An den Stellen können wir doch schon mal Erde hinhauen, weil da wissen wir ja, da wird sich ja jetzt so nichts mehr ändern. Wir machen auch nur die, die frei sind. Dazwischen lassen wir halt einfach so, genau. Fackeln werden wohl da auch noch am Leuchten sein, also denke ich mal, sollte davon dann die Welt auch nicht ganz so sehr untergehen. Also geht schon. So haben wir wenigstens die Erde-Stacks direkt wieder weg und müssen die nicht doppelt und dreifach anfassen oder gar transportieren. Also sieht man ja sogar, wo Fackeln sind und wo nicht. Und das teilweise einfach ein bisschen übertrieben ist mit Fackeln. So, siehst du, haben wir jetzt schon mal ein ganzes Stück auch schon wieder ländlich gemacht. Und die Sonne geht unter. Sehr cool. Die Eier lassen wir noch ein bisschen, vielleicht befruchten die sich ja noch durch die Lufteinflüsse. Ich glaube, hier wird auch ein Weg lang gehen, ne? Hier soll auch noch was lang gehen, dann könnte man hier. Ja, so ein Dreierweg, den man da lang baut. Steinziegel. Kann man machen. Alter. So, Erde. Habe ich noch Erde? Weiß ich nicht. Ja, easy, Digga.
Easy, easy. Siehst du, da fackelt das noch schön heraus. Dann sollte dort auch nichts spawnen können. Dann können wir dazwischen aber schon mal alles soweit dicht machen. Und wenn da doch was spawnen sollte, dann sehen wir es. Und dann können wir die Fackeln immer noch hochholen. Crazy. Oh, das ist noch alles grau. Hat sich noch nichts verändert. Ich habe gedacht, das wäre jetzt schon die ersten Flächen mit Gras, die dazugekommen sind. Habe ich tatsächlich schon vermutet, so. Puh, das ist aber echt eine ganze Menge, die wir weggemacht haben. An Fläche schon. Im Laufe der Zeit. Das ist echt Wahnsinn.
Wenn ich mal gucke, wie viel Erde ich jetzt hier schon reingedrückt habe. Das sind jetzt schon ein paar Stacks. Mit den Flächen, die ich damals zuerst gemacht habe, da und so. Also kann sich schon sehen lassen. Jetzt müsste es langsam weniger werden. Ach, guck mal, da hinten sind auch schon. Ne, noch gar keine Fläche hat sich mit der grünen Farbe identifiziert. Und wurde zu einem Grasblock. Weil ich fange jetzt damit schon an, weil ich kenne mich und ich habe dann später bestimmt keinen Bock, dann eben die ganze Fläche auf einmal zu machen, weil dann kommt es wieder immer mehr. Was ich farblich dann, also was ich dann mit Erde auffüllen muss. Und da kann mir jetzt heute einfach die Idee kommen. Was wir haben, das haben wir, das brauchen wir nicht mehr machen. Hier haben wir alles aussortiert. Und deswegen. Aber das sind jetzt schon so viele Stacks, die da reingegangen sind. Und das ist noch nicht mal alles hier fertig. Also hier ist ja noch diese komplette Fläche, die hier offen ist. Aber das ist jetzt schon so viel. Das ist ja so ein Jump in One. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das komplett hier fertig kriegen jetzt. Mit dem hier. Mit dem, was wir jetzt noch am Leibe haben. Das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. So, guck mal, hier haben sie jetzt schon die ersten, hier sind schon die ersten Flächen jetzt grün geworden, zu Grasblöcken. Hier hinten noch überhaupt nichts. Oh, hier ist jetzt aber auch schon hier ist schon eine ganze Menge jetzt. Oh ja, es wird immer mehr grün. Zu chilligen Grasblocks, ja, hier auch schon hier drin ein bisschen. Sehr nice, selbst die fangen jetzt schon an zu Grasblocks zu werden. Ja, das letzte Stückchen da vorne, das drücken wir nochmal eben so. Ich glaube, das sollte locker reichen. Aber ich glaube, ich hätte ein Stack gereicht. Na gut, wir haben jetzt ein Stack hier und können wir ja gleich mal nachgucken. Tatsache. Witzig, überall noch so kleine Löcher, sieht man jetzt auf der Karte. Hat schon was mit diesen Mini-Löchern, die da noch drin sind. Ich finde, das hat schon was, sieht ganz cool aus. Und die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Sagt meine Uhr. Was
die alles so sagt, ist schon absolut der Wahnsinn. Hier ist alles dann Stacks voll, das heißt, wir hauen den auch dann bitte dort hinein. Jetzt essen wir noch mal eine Kleinigkeit. Haben dann schon eine ganze Menge geschafft. Oh, zwei Eierchen. Gibt es ja noch ein. Fickt euch. Nicht mal ein hübsches Huhn gemacht. Mann, oh Mann, oh Mann. So, damit war es auch schon wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen schönen Abend, viel Spaß. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, favorisieren. Ihr kennt das Spiel, ihr wisst es. Bis zum nächsten Mal. Euer Nobby. Ciao.